Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedcoding von Candybag. Heute geht es darum, alle Sterbeanimationen fertig zu bekommen. Hier sehen wir, auch sehr interessant, also sagen wir mal so, mir ist ein Fehler passiert. Und zwar habe ich ja hier aus meinen eigenen Körperteilen Monster erschaffen und dafür natürlich Fotos genutzt. Und bei dieser Kreatur ist es dann passiert, dass das Foto, also sozusagen die Gegnerdatei, die rauskam, rund 2 Megabyte zu groß war. Und jetzt bin ich gerade dabei, alle Sachen zu verkleinern und neu auszurichten, dass wir pro Gegner ungefähr auf einen halben bis ein Dreiviertel Megabyte kommen. Und vorher war es halt rund 3 Megabyte für nur eine Kreatur und das war schlussendlich zu viel. Das war sehr viel Arbeit und so sieht jetzt die Sterbeanimation davon aus. Na gut, da habe ich mich geirrt. Kann ja mal passieren. So, wir gehen gleich zum nächsten weiter und ja, da war das Problem, als ich den gemacht habe, da gab es ja noch gar keine Sterbeanimation, da musste ich mir irgendwas aus den Fingern saugen und dann passierte das. Man befreit halt den Wichtel sozusagen. Mehr ist mir da leider nicht eingefallen. Ich habe schon gedacht, ich mache die ganzen Gegner mal neu, aber habe ich auch keine Lust mehr. Und ja, so ist es halt manchmal. Jetzt beginnen wir hier am 8. Level, also das Level ganz unten rechts. Und da ist ja das Problem gewesen, dass wirklich für jede, also da gab es ja so viele Gegner, so viele unterschiedliche Gegner gab es ja in keinem anderen Level. Und so musste ich jetzt natürlich hier für 8 Gegner oder so, muss ich jetzt hier Sterbeanimationen machen. Glücklicherweise ist mir eingefallen, ja klar, man kämpft ja gegen Zeichnungen und Zeichnungen lassen sich ja super ausradieren. Und so habe ich sozusagen eine konsistente Tötungsmethode für alle Gegner dort entwickelt. Und zwar das Wegradieren. Ja. Und das habe ich jetzt im Grunde für jeden dieser gezeichneten Gegner gemacht. Ich programmiere wie immer in ActionScript 3, nutze Starling als Engine sozusagen und arbeite mit Flash zum Grafik- und Animationen machen und zum Entwickeln benutze ich den Adobe Flash Builder, was ein Eclipse-Derivat ist. So, habe ich das auch wieder untergebracht. Und wenn jemand wieder drunter schreibt, warum nicht Java, dann ist die Antwort natürlich, weil Java nicht geht. So. Das Praktische am Eclipse Builder, Flash Builder ist natürlich, dass ich iOS und Android kompilieren lassen kann. Und das ist ganz praktisch. Hier, beim Obermods dachte ich mir so, ja, nehme ich ganz viele Bleistifte und ratzefummel den einen nach dem anderen weg. Und das können wir uns jetzt mal angucken. Super. So, jetzt wird noch hier kurz ein bisschen durchgekämpft und jetzt kommt der Teufel und ich wollte, dass er irgendwie so epochal Samus Aran Super Metroid mäßig explodiert. War gar nicht so einfach, merkt man noch, weil es gar nicht so geil aussieht, aber mehr kann ich mit meiner stümperhaften Art und Weise leider nicht hinbekommen. Jetzt sehen wir uns zum Schluss nochmal diese Sterbeanimation an und dann geht's beim nächsten Mal auch wieder mit richtig Programmieren weiter. Bletsch. So, muss reichen. Gut, das war's für diese Woche mit dem Speedcoding. Hier kannst du dir nochmal alle Speedcoding-Videos von Candybag angucken. Ich wünsche dir eine schöne und fröhliche Zeit. Und wenn du keine Lust mehr weiter zu gucken hast, dann, naja, dann eben nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.